Vielen Dank. Dankeschön. Sehr freundlich, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Donnerstagabend. Ein wunderbarer Abend. Fabelhaftes Programm. Grandiose Gäste. Alles mit dabei. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Und liebe Mercedes-Fahrer. Haben wir Mercedes-Fahrer hier? Ja. Einzelne melden sich verschüchtert, ja. Mercedes-Fahrer, ich hoffe, es war nur, um es mit Edith Zimmermann zu sagen, ein Einzelfall, ein Testmissgeschick bei einer Testfahrt in Schweden, und zwar die neue, megatolle, supertolle A-Klasse von Mercedes ist bei einer Testfahrt in Schweden, ja, wie sagt man, ja, umgekippt. Also, oh. Drei Reporter verletzt und man überlegt jetzt bei Mercedes, ob man die A-Klasse Mercedes umtauft in Mercedes IKEA. Ein Einzelfall. Der Herbst steht vor der Tür und da kann es schon mal zum Kippen in der Kurve kommen, oder? Immer der siebte Sinn, die Stimme von Egon Högen. Das neue Firmenmotto bei Mercedes, und wir sind stolz, hier in unserer kleinen Familienshow das vermelden zu dürfen. Das neue Firmenmotto heißt Mercedes, Ihr guter Stern auf allen Straßen, solange Sie grad sind. Die neue A-Klasse hat viele Vorteile. Ein großer Vorteil der neuen A-Klasse ist, Sie müssen nicht mehr einparken üben, ja, sondern Sie fahren einfach an die Lücke ran und lassen sich dann fallen. Ich bin wirklich heute in Köln hier auf dem Parkplatz gewesen und da plötzlich hält neben mir einer und sagt, entschuldigen Sie, ich habe die neue A-Klasse, können Sie meinen Wagen kurz mal halten, ich möchte mal aussteigen. Ja, mache ich gerne. Ja. Sind Sie lange weg? Nein, ist okay. Warum heißt eigentlich die A-Klasse A-Klasse, haben sich viele gefragt. Und wir wissen es, die neue Mercedes A-Klasse heißt A-Klasse, weil es ab Tempo 80 heißt A-Klasse. Und Mercedes stellt auch schon die Werbespots um, denn Sie kennen diesen Spot mit der schönen Frau, die zu Hause wartet. Und dann kommt der Mann nach Hause und dieser Spot muss jetzt geändert werden, denn der Satz, ich hatte eine Panne mit einem Mercedes und dann Ohrfeige funktioniert nicht mehr. Nächstes Mal sagen, Schatz, ich weiß, A-Klasse. Ein großer Vorteil hat es, meine Damen und Herren. Und lassen Sie mich das sagen, das wird auch Edith Zimmermann freuen, wenn der Wagen der neuen A-Klasse geklaut wird. Dann kann man in Zukunft völlig relaxed sagen, och, lass die doch, die kommen eh nicht weit. Edith Zimmermann, wir haben ihn bereits zweimal heute Abend angesprochen und unsere Aktion geht weiter, denn morgen, liebe Freunde, morgen, liebe Ede-Fans, ist es soweit, morgen möchte Eduard Zimmermann zum letzten Mal Aktenzeichen XY ungelöst moderieren. Das kann nicht sein, deswegen auch heute unsere großartige Aktion. Schauen Sie hier, Ede, wir brauchen dich! Das Set, der muss sich doch davon erweisen lassen. Es gibt eine tolle Nachricht vom Tennis, und zwar Steffi Graf. Steffi Graf, haben Sie heute diese Fotos in der Tageszeitung gesehen? Steffi so total lasziv, so, und eine Hand hier so an der Leiste, haben Sie das gesehen? Mit diesem absoluten Hardbody von Steffi. Viele sagen ja bei Steffi, nein, das kann man nicht sagen, aber sieht absolut fantastisch aus. Ja, und Steffi hat jetzt für den Max, für dieses sensationelle intellektuellen Blatt Max, eine 40-seitige Story als Journalistin gemacht. Das ist grandios. Es sind Fotos von ihr drin, fantastische, sehr erotische Fotos, Interviews mit der Band Soul to Soul und mit Katja Riemann. Und Steffi hat 40 Seiten Interviews gemacht und fast alle Interviews beginnen mit der Frage, begleitet sie Rexona auch 24 Stunden durch den Tag?
Und sie bringt, eigentlich hat Steffi ideale Voraussetzungen für Journalismus, weil sie hat natürlich den richtigen Riecher. Verstehen Sie? Und dann, das ist ein Thema. 40 Seiten. 40 Seiten im Max. Steffi hat diese 40 Seiten so gestaltet wie beim Tennis. Nach jedem Satz die Seite wechseln. Max. Die Zeitschrift Max passt absolut fantastisch, denn es geht in Max immer um tolle Städte. Es geht um sportliche Klamotten. Und es geht darum, irgendwie einen Grund zu finden, Frauen nackt zu zeigen. Also alles wie beim Tennis. Oder? Das ist so die Frage, wo man immer, man ist doch immer ganz enttäuscht, wenn die Spielerinnen den Ball so aufheben, oder? Man wünscht doch die. Nicht bei allen, aber. Bei dieser 15-jährigen Russin, Anna Rylakova. Ja. Aber leider schalten ja die attraktiven Spielerinnen scheinen immer so früh aus. Nicht? Es gibt jetzt etwas ganz Neues und das ist auch wichtig, wenn Sie Eislaufeltern sind oder Tenniseltern, also sehr engagierte Eltern, die einfach schon sehr früh bewusst nach Montessori-Regeln anfangen zu sagen, schreib rechts. Es gibt jetzt geplant etwas Tolles, Neues. Ja? Meine Damen und Herren, vorgeschlagen von der sensationell tollen und uns aus bisher rätselhaften Gründen entgangenen Justizsenatorin in Berlin, gewünscht demnächst Wahlrecht für Babys. Ja, tolle Sache, oder? Und ich werde Ihnen jetzt sagen, wie die Berliner Justizsenatorin heißt. Die Berliner Justizsenatorin heißt Lore Maria Peschel-Gutzeit. Lore Maria Peschel-Gutzeit. Und wenn Sie dreimal hintereinander fehlerfrei sagen können, Lore Maria Peschel-Gutzeit, bekommen Sie einen eigenen Wahlkreis. Eine tolle Idee. Ab der Geburt Wahlrecht. Die Eltern müssen dann für die Kinder wählen, weil natürlich die Kinder erst mit 18 volljährig werden. Das ist ja klar. Ich habe mir gedacht, ist das gut? Wahlrecht ab der Geburt. Warum nicht? Warum sollen Babys nicht wählen? Ich meine, Rentner und Frauen wählen ja auch. Es würde eigentlich überhaupt nichts ändern, oder? Wahlkampf, das ist doch sowieso hauptsächlich. Hallo, Luftballons und Papierfähnchen. Das passt ja ideal, nicht? Und es gibt schon die erste Parteiwindel ab übermorgen auf dem Markt. Bündchen 90, die Grünen. Mir fällt etwas intellektuell sehr Anspruchsvolles ein. Diese Geschichte, ich weiß nicht, ob dafür die Zeit reicht hier in Z1, von diesem französischen Soziologen, der im afrikanischen Urwald die Urwaldbewohner hat wählen lassen, und zwar nur anhand von Fotos von französischen Politikern. Die Urwaldbewohner kannten die gar nicht, ja, haben einfach nur ein Foto gesehen, angekreuzt, und das Ergebnis war fast dasselbe wie in Paris. Ich meine, ich finde es jetzt mal ethisch sehr interessant. Also, und es ist, das wurde ja schon lange gefordert, oder, dass Babys wählen dürfen. Damals von, die Eltern werden sich noch erinnern, Herbert Grönemeyer, so, gibt den Kindern das Kommando. Oder, so, was macht eigentlich Herbie? In der Orgel so, fehlt mir irgendwie. Ja, Kinder haben die Macht, so ruhig geworden um ihn. Aber es geht los, meine Damen und Herren, und zwar, vielleicht macht er auch eine Pause, weil irgendwie Teile wegfliegen bei dem hier, oder? Oh! Gib mir mein Haar zurück! Unsere fantastischen Parteien, Sie wissen ja, unsere politischen Parteien bilden bei der politischen Willensbildung mit, so heißt das ja, nicht? Sie wirken da mit und Sie haben gesagt, ja, wenn Babys wählen, dann müssen wir gleich reagieren. Wir brauchen Werbespots, Wahlwerbespots, die speziell auf Kinder ausgerichtet sind. Und der erste, schnell wie gewohnt, kommt von unserer sensationell super tollen, modern ausgerichteten, hochtechnologischen Arbeiterpartei, der SPD. Wähle die drei Fragezeichen von der SPD. Schnitzel Gerd macht, dass es nie wieder ekliges Gemüse zu essen gibt.
Speedy bringt dich mit seiner lustigen Stimme immer zum Lachen. Und der kleine dicke Oskar schafft alle Hausaufgaben ab. Also, die drei Fragezeichen von der SPD. Haut rein! Würde mich nicht wundern, wenn viele Kleinkinder sagen, Speedy. Falls ihr Multimillionär sind und auch Randgruppen in ihrer Nachbarschaft dulden, wird sie der nächste Spot der FDP besonders ansprechen. Wenn du super viel Taschengeld kriegst und davon nichts abgeben willst und außerdem noch nicht weißt, dass 5% total viel sein kann, dann wähle uns, die FDP. Aber jetzt, meine Damen und Herren, der Werbespot der momentan regierungstragenden Partei, der Werbespot von Deutschlands großer, ewig junger Volkspartei, für unsere Babys der CDU-Spot. Nur die CDU hat alle eure Lieblinge mit dabei. Benjamin Blümchen, den Räuber Hotzenplotz, Buffalo Bill und natürlich die Maus und den Elefanten. Deshalb CDU. Diese sensationell neue Mimik, meine Damen und Herren, die mir der Sat.1 Mimikbeauftragte heute Mittag ins Gesicht geschnitzt hat, soll sie einstimmen auf das nächste Thema, und das heißt Jahrestagung der Totengräber in Bad Tölz. Eine tolle Sache. Heute angefangen, häufigster Begrüßungssatz, Servus, lebst du auch noch? Ja, ist ja klar. Es geht eigentlich da, das ist ja eine Branche, die boomt, nicht? Und es geht eigentlich immer sehr formal zu. Man nimmt Platz im Versammlungsraum, dann stehen alle auf und dann singt man die Hymne. Ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß. Das Motto der Totengräbertagung in Bad Tölz in diesem Jahr, wer anderen eine Grube gräbt. Der anderen eine Grube gräbt, unser Berufsbild im Wandel. Ich muss ehrlich sagen, Totengräber, ein knallhartes Geschäft. Viele gehen über Leichen in dieser Branche und es sind natürlich die, die wissen, der Kunde hat sehr, sehr, sehr viel Zeit. Und beschwert sich sehr selten, wenn es wieder nicht der Eichensarg war, sondern nur Pressspan. Ich meine, es gibt ja diesen unerträglichen Witz. Ich meine, Totengräber ist ein klassischer Beruf, oder? Ich sage nur Hamlet. Diesen unerträglichen Witz von diesem Mann, der im Puff starb. Wisst ihr, man brauchte 3 Tage als Totengräber, um ihm das Lächeln aus dem Gesicht zu streifen. Und eine Woche, bis der Sargdeckel endlich zuging. Wir finden Totengräber ein absolut ehrenwerter, ein großartiger Job und es sollten mehr junge Menschen in diesen Beruf gehen. Unsere Gratiswerbung für den tollen Beruf des Totengräbers. Hey, du bist jung, du bist flexibel, du willst Spaß und einen coolen Job, der voll antönt. Und an was hattet ihr da so gedacht? Wo soll's hingehen? Technischer Zeichner, Sozialversicherungsfachangestellter. Vergesst es, ihr Arschgeigen. Ihr werdet Totengräber. Totengräber, das ist der Trendjob der 90er. Ja, aber kann man das denn so einfach werden? Na klar, alles was du brauchst ist eine Schaufel, eine Leiche und viel gute Laune. Eure Freunde werden staunen. Totengräber, das heißt ein wirklich krisenfester Beruf, in dem man sich noch so richtig selbst verwirklichen kann. Und das Schönste, man hat immer mit Menschen zu tun. Schön und gut, aber verdient man denn als Totengräber auch genug? Keine Sorge, Jungs. Für jeden Kalten, den ihr in den Torf semmelt, gibt's jetzt von Vater Staat 2 Mark Prämie aufs Geld. Hey, Donnerwetter, wenn man sich daran hält? Richtig, der Junge hat kapiert. Also sicher dir deine Chance. Komm zu uns, der Totengräber. Oh, wer hätte das gedacht? Leichen kommen in den Schacht. Dazu braucht man das Weißein jeder. Diplomierte Totengräber.
fantastische Gäste, meine Damen und Herren, eine wunderbare Schauspielerin, eine junge Kollegin, Muriel Baumeister, heute Abend bei uns zu Gast. Und ein Revolutionär im Gebiet des Designs und der Architektur, Luigi Colani. Und unser großartiger Comedy-Kollege Hans-Werner Olm. Was hören wir mehr? Das können Sie, meine Damen und Herren. Wenn Fati das hier aus dem Schreibtisch zieht, dann heißt es Zeit für unser Fotoquiz. Sie kennen das ja schon. Wir haben schon viele, viele Fotoquizze gemacht, über die heute noch gesprochen wird. Und was haben diese vier gemeinsam? Sie sehen, es ist der Vollmond. Es ist eine Hausfrau. Es ist Ede Zimmermann. Und die Zeitschrift Kapital. Was haben diese vier gemeinsam? Alle vier kommen nur einmal im Monat. Oh! Was haben diese vier gemeinsam? Ein großer Hund, ein Rottweiler, glaube ich, ist ein Rottweiler, die Hundefans, ist ein Rottweiler? Glaube ich schon, ja. Ein großer, scharfer Hund, eine Familienpackung Camellia, Ede Zimmermann und ein Sparbuch. Was haben diese vier gemeinsam? All das braucht eine Frau, um sich wirklich sicher zu fühlen. Kommt etwas sehr schwer. Sehr schwer, aber sehr familientauglich. Ja. Sylvester Stallone, ein Mainzelmännchen, Inspektor Derrick, Ede Zimmermann. Wer passt hier nicht rein von diesen vier? Wer passt hier nicht rein? Es ist... ja. Das Mainzelmännchen, es hat mehr als einen Gesichtsausdruck. Liebe Romanisten, liebe Abiturienten, liebe Oberstudienräte, liebe Sat.1-Abonnenten, wir feiern in diesen Tagen ein großartiges Jubiläum, nämlich 130 Jahre Reklam. Wer kennt denn nicht den großartigen Reklamverlag mit seinen fantastischen Heftchen, die wir uns in den Schulen sozusagen aus den Händen gerissen haben? Und wir haben uns gedacht, wir wollen ein Stück Bildung, für das ja Sat.1 berühmt ist, heute Abend in ihre Fernsehstuben tragen. Wir lesen einen wichtigen Abschnitt aus dem Goethe-Knaller Iphigenie auf Tauris. Und viele werden sagen, ach so, kenn ich. Aber nicht mehr genau wissen, was passiert denn eigentlich in Iphigenie auf Tauris bis zu der Szene, die wir dann lesen. Und was bisher geschah, erzählt Ihnen jetzt die Goethe-Beauftragte von Sat.1, Madame Nathalie. Goethes Drama Iphigenie auf Tauris gilt bis heute vielfach als ein Höhepunkt des deutschen klassischen Dramas, der den Humanitätsgedanken in höchsten Vollendung entfaltet. Als die Priesterin Iphigenie sich weigert, Thoas, den König der Taurer, zu heiraten, will dieser sie zwingen, ihren Bruder Orest und ihren Cousin Pylades als Menschenopfer dazu bringen. Pylades will daraufhin das Bild Dianas rauben und dann fliehen. Iphigenie will Thoas nicht hintergehen, will aber auch die Gefangenen retten. Thoas schöpft Verdacht und Iphigenie verrät der Fluchtplan. Merci, Nathalie. Soweit die Handlung. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt das kennen Sie ja alle aus Ihren langen Jahren in der Schule. Um das Stück ein bisschen mehr zu verstehen, lesen wir das jetzt mal mit verteilten Rollen.
Es sind 5 Rollen, eine Frauenrolle, Iphigenie, 4 Männer. Ich würde sagen, fangen wir an. Thoas, der Große, der sich wandelt im Laufe des Stückes, ein klassischer Vertreter. Ich würde sagen, wären Sie so freundlich und lesen Thoas. Ja, wie heißen Sie? Werner Spitz, ne? Werner, Sie sind so freundlich und lesen Thoas, Seite 57, wir haben schon angestrichen, mit Textmarker. Dann brauchen wir Pylades, der sitzt ja sozusagen direkt daneben. Machen Sie das bitte. So, Seite 57, jetzt brauchen wir Orest, der ja mit Pylades gemeinsam auf der Insel strandet. Und ich würde sagen, der junge Herr aus der Werbeagentur. Und weil Sie so schön lachen, machen Sie Arkas. Ja? Jetzt brauchen wir noch eine Iphigenie, sozusagen die Hauptfigur. Wer möchte, nein, das machen wir nicht. Wer möchte das machen? Eine junge Dame. Ich sehe Menschen, die ängstlich wegschauen, aber... Möchten Sie das machen? Bitte? Ja. Ja. Sie heißen? Iris. Wo kommen Sie her? Ja, aus Mainz. Aus Mainz. So, Iris, wir haben das hier angestrichen. Schauen Sie, Iphigenie, Seite 58 geht's für Sie los. Ja? Es sind Jamben, die wir alle kennen. Es ist gebundene Sprache. Schön langsam die Endsilben nicht verschlucken. Sonst muss ich das alles wiederholen lassen, ja? Die anderen hören aufmerksam zu, denn ich stelle Zwischenfragen zum Verständnis. Die Herren, die jetzt bei Ihnen stehen, die kennen Sie ja schon aus. Wie würden Sie entscheiden? Ja? Wo Sie immer so Urteile abgeben würden. So. Iphigenie auf Taurus. Wir fangen an mit dem vierten Auftritt im 5. Aufzug. Orest tritt auf, bewaffnet. Orest, bitte. Verdoppelt eure Kräfte, haltet sie zurück. Nur wenige Augenblicke, weicht die Menge, weicht der Menge nicht und deckt den Weg zum Schiffe. Mit und mit der Schwester. Nein, nochmal bitte, die letzte Teil war nicht mit. Nicht mit. Mir und der Schwester. Mir und der Schwester. Damit kommen wir zum 5. Auftritt. Zu Iphigenie, weiter Orest, ohne, und das ist das Entscheidende, was Goethe hier meint, den König zu sehen. Bitte. Komm, wir sind verraten. Komm, wir sind verraten. Nein, 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 das ist ja Orest. Oh, Scheiße. Orest spricht doch weiter, nur in den nächsten Auftritt reingezogen. Verraten. Geringer Raum bleibt uns zur Flucht. Geschwind. Wie heißt der ersten beiden Worte bitte? Geringer Raum bleibt uns zur Flucht. Geschwind. Ja, ein bisschen geschwind. Die müssen ja beeilen. Nicht so geschwind. Geschwind. Ja. Geschwind. Geschwind. Ja, geschwind. So. So, Thoas nach dem Schwerte greifen. Thoas bitte. In meiner Gegenwart führt ungestraft kein Mann das nackte Schwert. Ja. Ja, ja, das ist immer, oder meine Damen und Herren, das ist sozusagen O-Ton, Goethe in Weimar. Verstehen Sie? Ja. So hat es auch Goethe selbst gehört. Jetzt kommt Iphigenie aus Mainz. Auf geht's, Mädel. Der Göttin Wohnung nicht durch Wut und Mord. Gebietet eurem Volke Stillstand. Höret, die Priesterin, die Schwester. Orest? Sage mir, wer ist es, der uns droht? Iphi. Nochmal mit Mikrofon, bitte. Geht das? Pass auf, dass ihr euch nicht erschlagt mit dem Mikro gegen. Den König, der mein zweiter Vater ward. Verzeih mir, Bruder, doch mein kindliches Herz hat... Nein, nicht kindliches, das ist schon genau, das ist Herr Goethe, ja? Doch mein kindlich Herz hat uns ganz geschickt in seine Hand gelegt. Gestanden habe ich euren Anschlag und meine Seele vom Verrat gerettet. Will er die Rückkehr friedlich uns gewähren? Iphi braucht das Mikro wieder. Glenn, nach rechts. Glenn. Dein blinkend Schwert verbietet mir die Antwort. Orest, steckt das Schwert weg. Jetzt? So sprich. Du siehst, ich horche deinen Worten. Pylades? Ja, erstmal den Vorspann lesen, oder? Ja. Pylades, bald nach ihm Arpas, beide mit Schwertern, mit bloßen Schwertern. Verweilet nicht, die letzten Kräfte raffen die unsrigen zusammen. Weichen werdet,
sie nach der See langsam zurückgedrängt. Welch ein Gespräch der Fürsten find ich hier. Dies ist des Königs verehrtes Haupt. Jetzt kommt Arkas. Gelassen, wie es dir, o König, ziemt, stehst du den Feinden gegenüber. Gleich ist die Verwegenheit bestraft. Es weicht und fällt ihr Anhang. Und ihr Schiff ist unser. Ein Wort von dir, so steht's in Flammen. Jetzt, Thoas, bitte. Geh. Fantastisch. Nee, ist aus. Ist aus. So. Toll gemacht. Haben Sie wirklich toll gemacht. So ähnlich klang es ja auch früher in der Schule. Ne? Eigentlich im Schnitt viel, viel besser. Und Sie können die Heftchen selbstverständlich behalten. Ja, tolle Sache, oder? So. Unsere Welt ist so satt, so voller Konsum. Da schenkt man Reklamhefte mit Iphigenie und ich bin so, okay, dann holt euch doch nachher Sat.1-T-Shirts. So, jetzt aber, meine Damen und Herren, zu einem großartigen Kollegen, einem der ungekrönten Könige der deutschen Comedy-Szene, ab 28. Oktober auf großer Deutschland-Tournee, startend in Wolfsburg. Herzlich willkommen, Hans-Werner Olm. Danke, danke. Herzlichen Dank. Ich möchte mich heute mit Ihnen über den Herbst unterhalten. Der Herbst, auch die kalte Jahreszeit, wie ihn ein bekannter Meteorologe mal genannt hat. Man sagt ja auch, wer im Herbst sich nicht verknallt, bleibt im Winter über kalt. Und vor allem wir Männer haben darunter zu leiden. Kennen Sie das, meine Herren? Nicht? Es gibt Tage, da kann man sein eigenes Aftershave nicht mehr riechen. Da schaut man in den Spiegel und fragt sich, bin ich eigentlich noch ein richtiger Kerl? Ich meine, wenn du heute in der Kneipe sitzt, mit einem Typen zusammenkommt, der nach dem zweiten, dritten Whisky auf seine kaputte Beziehung zu sprechen. Da hörst du dann so Sachen wie, sie schläft nicht mehr mit mir. Sie kann nicht mal einen Kaffee richtig kochen. Sie geht dreimal die Woche mit ihrer Freundin zum Stock-Energietanz. So lächerlich. Ja? Bei uns gab es früher sowas nicht. Nicht? Zu meiner Zeit wusste eine Frau noch ganz genau, was ein Mann braucht. Nämlich dreimal täglich Sex, immer weiße gebügelte Hemden und starken schwarzen Kaffee auf Zuruf. Ja? Ja? Aber auch wir Männer wussten noch, was Frauen brauchen, nämlich drei Dinge. Finanzielle Sicherheit, ein immer gut gefülltes Bankkonto und genügend Haushaltsgeld. Außerdem eine Pflegezusatz- und eine Sterbeversicherung. Ihr Sicherheitsbedürfnis war damals kaum zu überbieten. Und den Ärger mit der Leiche wollte schon gar keiner haben. Ne? Früher bist du zu einer Frau gegangen und hast gesagt, pass auf, ich mache nicht viele Worte, wenn ich mit dem Finger schnippe, dann kommst du. Heute sagt sie höchstens, okay, du, ich rede auch nicht viel, wenn ich mit dem Kopf schüttle, komme ich nicht. Ja? Ja? Früher lernte man Frauen kennen, die kochen konnten wie deine Mutter. Heute lernst du Frauen kennen, die saufen können wie dein Vater. Ne? Und vielleicht ist das der Grund für unsere Einsamkeit. Einsamkeit hat ja viele Namen. Eine davon heißt Mann. Oder kennt ihr jemand eine einsame Frau? Ich meine, Männer haben einfach das Zeug zur Einsamkeit. Das liegt an ihrer ausgeprägten Empfindungsstärke. Frauen könnten das nie. Die brauchen 24 Stunden am Tag Gespräche. Die quatschen sogar nachts im Schlaf. Und lassen nicht mal ihren Traumpartner zufrieden. Wenn eine Frau die Augen aufmacht, fragt sie dich zuerst, liebst du mich noch? Das kommt daher, weil sie ihre Träume für real halten. Ja? Und sie träumen fast immer, entweder davon, dass du sie betrogen hast oder dass sie dich gerade betrogen haben. Eine Frau, die länger als, wie soll ich sagen, 10 Minuten nichts sagt, ist entweder bewusstlos oder tot. Ja, gib's mir. Ich meine, wenn sie doch wenigstens was zu sagen hätten. Sie spüren natürlich genau die Inhaltslosigkeit ihrer Reden, deshalb kommentieren sie alles und verkaufen das als Gespräch.
Na, ist ja so, ne? Ich meine, nicht umsonst, zum Beispiel ein Mann würde einen Abenteuerurlaub so inserieren. Mann sucht totale Einsamkeit, wer kennt eine Stelle? Bei einer Frau liest sich das so. Frau sucht totale Einsamkeit, wer kommt alles mit? Ja? Weshalb schaffen sich denn alleinstehende Frauen immer Hunde oder Katzen an? Damit sie, wenn sie abends nach Hause kommen, schon an der Tür jemanden haben, der ihnen schwanzwedelnd entgegenkommt. Und keine Anforderungen stellt. Und deshalb sind wir Männer so unendlich einsam. Schopenhauer hat mal gesagt, man hat im Leben nicht viel mehr die Möglichkeit zwischen Einsamkeit und Gemeinheit. Frauen entscheiden sich immer für das Letztere. Ja? Und deswegen würde ich auch fast sagen, als Mann, was hast du schon vom Leben zu erwarten? Du kommst auf die Welt, nimmst eine Frau und stirbst. In diesem Sinne, guten Abend. Hans Werner, danke dir mal, lieber. Ab 28. in Wolfsburg. Ja, genau. Und das hier ist die aktuelle CD Herren gedeckt. Danke dir, mein Lieber. Kurze Pause, dann sind wir da mit Luigi Colani. Bis gleich. Mein erster Gast, meine Damen und Herren, der Revolutionär im internationalen Designwesen. Er hat unglaublich viel gemacht. Er hat gearbeitet für VW, für BMW, für Lancia. Industriedesign gemacht für Firmen wie Boeing und Thyssen. Seit Jahren entwirft er Brillen, Computer, Kameras, Zahnbürsten und. Alles, was der Mensch im Alltag so braucht. Heute Abend bei uns zu Gast, herzlich willkommen, Professor Luigi Colani. Mein Gott, das... Hustensaft. Hustensaft. Selbst entworfen? 29 Grad Unterschied zwischen Shanghai, ich bin gestern gekommen, ja, und Köln. Die hauen einen einfach um. Aber die menschliche Wärme in Köln ersetzt das sehr schön. Los, Applaus. Das heißt, sind natürlich Naturheilmittel, oder? Oh, das klingt aber... Haben Sie schon länger den Husten? Zwei Tage. Wirklich, jetzt gut. Sind das irgendwie so Biotropfen? Ja, schon, ne? Bromhexoinaholin oder wie das Zeug, das ist ja unwichtig. Auch weiter. Ja. Nächster Punkt. Nächster Punkt, Biodesign. Ja. Das ist nun zum Beispiel das, womit Sie für Aufsehen unter anderem gesorgt haben. Das heißt, was kann man sich vorstellen als Laie unter Biodesign? Das Anlehnen an die Natur. Die Natur hat in den Milliarden Jahren, die sie Zeit hatte, die aufregendsten Dinge zu entwickeln, wie geschaffen für Männerhände. Ja, ich kann auch mal das hier zum Beispiel zeigen, wofür wir Männer natürlich sehr viel... Die Natur hatte viel Zeit und wir haben wenig Zeit. Das ist auch Biodesign, Aerodynamik, reine Aerodynamik. Wir fahren mit diesem Ding im nächsten Jahr Weltrekord. Es wird der schnellste Straßensportwagen. Wir haben einen 1000 PS Motor in Amerika in Vorbereitung, ja, und wollen damit mal zeigen, bei Porsche, BMW und McLaren, wie ein schneller Sportwagen aussehen muss. Donnerwetter, das ist kein Widerspruch zum Biodesign? Das Biodesign, Naturdesign, Natur, Aerodynamik, Formen, ja, subaquatische Formen, Fische, die haben Irrsinnslinien. Ich bin ein irrer Taucher, ich bin ein Drittel meines Lebens unter Wasser und inspiriere mich an Rochen, Haifischen und so weiter. Aus denen, ich bin ja Berater der NASA, ich seit vielen, vielen Jahren Formkörper für die Polymorphe, nennt man das, also naturgeformte Formkörper entwickelt. Was ist das, was Sie hier mitgebracht haben? Ist das ein Thermostat? Ich mache auch kleine Sachen. Ja? Ein Thermostat, der einen Preis gewonnen hat für eine kleine deutsche Firma und die auch hier ist.
Biodesign, also Platz für einen Karlauer jetzt natürlich. Nein, erspare ich mir. Verstehe schon, was Sie meinen. Feigling. Aber, na, das Ding würde unheimlich rummeln. Tatsächlich. Noch nicht probiert. Nee, aber das mit der aber es ist natürlich, es liegt natürlich anders in der Hand als die herkömmlichen. Sie kennen ja die übliche Scheiße, die an den Dingern dranhängt. Das Ding ist etwas weicher, wenn man es anfasst, ist angenehmer. Das ist alles. Das ist eigentlich Biodesign, Naturdesign, das, was die Hand greift. Ja. Und da ein interessantes Ding. Ich habe hier in meinem Team 50-50 Girls und Boys. Ah ja. Witzigerweise machen die Männer weiche Formen, wie naheliegend eigentlich, und die Girls machen harte, härteres Design, härtere, kantigere Formen. Das hat eigentlich noch nie einer im Design gesagt, wie naheliegend diese beiden so anders, wir sind ja etwas unterschiedlich, habe ich mir sagen lassen, wie selbstverständlich dieses sich darstellt. Wenn Sie jetzt sagen, da ist auch so ein Scheiß dran, das ist ja so ein ganz schnelles, hartes Urteil. Was halten Sie denn so von den Möbeln, die wir generell als Designermöbel bezeichnen, ja, also von den Kollegen? Ich muss mal so eine kleine Erklärung in dieser Richtung abgeben, die eigentlich klassischen Charakter hat. Der Chef ist aus dem Haus gegangen, 10 Jahre in Japan gewesen. Ich habe das Design da drüben gemacht und habe die hochgepustet. Ich habe zu dieser Zeit 1,9 Millionen Japanern Arbeit und Brot an meinen Klamotten gegeben. Und das habe ich Helmut Kohl im Übrigen mit einem Brief mitgeteilt. Die reagieren hier nicht. Das hier wird nicht reagiert. Unsere Vorstandsetagen zappeln, zittern, sind unsicher. Wir in Deutschland, das bestfunktionierendste Land, das am ordentlichsten arbeitende Land der Welt, riskiert durch eine Scheißregierung, ich muss es mal so hart sagen, langsam sich zu sedimentieren und abzusetzen. Wir müssen ein Fass aufmachen in diesem Land. Und darum bin ich wieder nach Deutschland zurückgekommen und will hier versuchen, ich sitze hier in Köln im Augenblick, in den Zeiten, die ich in Deutschland bin, ich will versuchen, wieder die Vorstandsetagen aufzumöbeln, um irgendwo dieses Land wieder dahin zu bringen, wo es hingehört. Wir waren mal an der dritten Stelle der Welt in der R&D, das heißt Research und Design, das heißt Entwicklung von Dingen. Wir sind heute an Nummer 26 hinter Malaysia. Das ist scheiße. Das muss sich ändern. Ja gut, jetzt sind Sie hier. Applaus mal anwarten. Jetzt sind Sie in Deutschland. Aber, und das hat mich fasziniert, Sie leben eigentlich an einer wunderschönen Ecke, Sie leben in Südfrankreich, in der Provence, wenn ich das richtig gelesen habe, ja? Jetzt ziehen Sie nach Shanghai. Sie wollen in China eine Art zweite Silicon Valley etablieren. Das größte Kompliment, was einem Designer passieren kann in dieser Welt, ist neben vielen Professuren, die man rechts und links bekommt, für die NASA zu arbeiten, das mache ich seit vielen Jahren, bin dann Ideengeber, und von der virulentesten Stadt der Welt, in der die Sau losgeht im Augenblick, und es ist furchterregend, was da drüben passiert, ist das so, in Shanghai, da geholt zu werden, um da mitzuwirken. Ich bin also Professor für Urbanistik, Städteplanung, Architektur und Design. Und da drüben, wenn man da durch die Stadt fährt, über diesen Ringboulevard, der einmal um die Stadt rumgeht, man kriegt einen Minderwertigkeitskomplex als Europäer. Da ist was. Zurzeit werden 6000 Hochhäuser gebaut in Shanghai, über 30 Etagen, einige davon 95 Etagen, höher als die scheiß Towers in Amerika, in New York. Es ist unglaublich, was da losgeht im Augenblick. Und wie ist es mit den Leuten? Sind die offen oder arbeiten nur den ganzen Tag? Herr Wang und Herr Lieber, uns kommen ja auch aus der Ecke. Das Verrückte. Die arbeiten ja eigentlich rund um die Uhr, ne? Nein, überhaupt nicht. Die Chinesen werden von uns völlig falsch gesehen. Eine Uraltkultur mit einem Raffinement im Fressen. Die denken nur an Fressen und an Schnattern. Die sind, also die Italiener sind ja Weisenknaben dagegen. Die sitzen in den Cafés und rasseln und schnattern und. Alles, was da läuft auf der Straße, gucken sie vor, könnte man das braten oder in Öl wälzen oder welche Scheibe wollte ich mir davon abschneiden? Sprechen Sie Chinesisch? Die Leistungsfähigkeit der Chinesen uns gegenüber wird dadurch erzeugt, dass sie jeden Tag 15 Buchstaben lernen müssen, während 10 bis 12 Jahre. Die haben also eine größere Reizschwelle in ihrem Hirn.
sodass Sie ein bisschen wie unsere 26 scheiß Buchstaben blitzschnell aufnehmen können. Ich mit meinem europäischen Teighirn, ich kann die 5000 Buchstaben, die die brauchen, nicht lernen. Und ich weigere mich auch. Sie haben eine entzückende Dolmetscherin. Ja. Professor Golani, das ist ja richtig ein Wirbelwind, der aus Fernost hier rein uns einen hustet sozusagen und wieder und rausgeht. Und ja, kommen Sie einmal im Jahr vorbei und machen Sie hier richtig den Laden auf. Danke. Ich bedanke mich sehr herzlich. Luigi Golani, meine Damen und Herren, und gleich Muriel Baumeister. Bis gleich. Vielen Dank. Mein nächster Gast, eine junge Schauspielerin, bereits hoch mit Preisen dekoriert, Telestar-Förderpreis, Goldene Kamera, seit September zu sehen, Hauptrolle in der ARD-Serie Einsatz Hamburg Süd. Herzlich willkommen, Muriel Baumeister. Das ist eine ganze Weile her, ich glaube in unserer zweiten Sendung überhaupt, da warst du bei uns. Das ist jetzt schon fast 2 Jahre her. Blitzblond. Ja, blitzblond. Und wir haben ein Foto, wie du damals ausgesehen hast. Das war so hier. Und diesen Zahn, ne? Ja, schön. War wie ein Provisorium, oder? Ja. Haben sie dann eingefräst, damit es hält und so. Und mittlerweile waren die Haare aber ja ganz kurz. Mhm. War das für die Serie? Mhm. Wussten die das, dass du die Haare so kurz schneiden lassen willst? Nee, die haben sich das, glaube ich, anders vorgestellt. Aber ich dachte irgendwie, man muss da ein bisschen Überraschungseffekt mit einbringen. Und dann waren sie so Demi Moore-mäßig so 1 Zentimeter. Und wie haben die dann reagiert? Zuerst fanden sie das nicht so toll und haben sich überlegt, ob sie das irgendwie zurückziehen. Aber dann dachten sie, mutig, warum nicht? Und wahrscheinlich passt es ja auch irgendwie war so gut, ja, zu so einer Polizistin. Ne? Wo dreht ihr denn da in Hamburg? Das ist ich kenne mich nicht so aus, aber ich glaube, es ist ein bisschen eine von den härteren Ecken, oder? Man nennt das sozialer Brennpunkt. Mhm. Sozialer Brennpunkt. Ist es da auch gefährlich zu drehen? Naja, was heißt gefährlich? Also die haben uns in den ersten 3 Tagen, die wir da gedreht haben, 4 Autos aufgebrochen. Ja. Ja, das ist wirklich wahr. Die sind sonst ganz friedlich da und die Menschen sind freundlich und freuen sich darüber, dass wir sie ernst nehmen. Ansonsten gab es jetzt so Protest gegen diese Serie, weil die Imagekampagne sich das wohl anders vorgestellt hat. Für diesen Stadtteil gab es eine Imagekampagne. Aha. Und die dachten halt, wir würden sie fördern und die schönen Ecken beleuchten und da das halt etwas düster und nicht so freundlich ist, wie sie sich das vorgestellt haben, sind sie etwas beleidigt. Aber die Menschen dort sind fröhlich und gut gelaunt, wenn sie uns treffen. Jetzt bist du ja eine junge Schauspielerin, eine junge Mutter. Ja, und immer noch. Natürlich. Und hast vor einiger Zeit geheiratet. Mhm. Ja? Du musst doch sicher als Polizistin auch schießen. Ja. Was war das für dich für ein Gefühl? Musstest du es erst lernen für die Rolle? Ja, also man war halt immer so am Schießstand, ne, und hat irgendwie versucht, so Herzen zu schießen und so ein Kram. Und dann haben wir also Schießtraining gehabt. Und da war ein Polizeiobermeister, ein Schrank, also ungefähr so wie du, nur noch breiter, so in den Schultern breiter, ne, und Oberarm. Ja, ist okay, schon okay, ja, ja, ja. Auch ein netter Mensch. Ja, okay. Ja. Und der meinte dann so, junge Frau, schaffen Sie es denn, die Waffe hochzuhalten? Ich habe mir meinen Kommentar dann verkniffen, ne? Ja. Sagen wir jetzt nicht. Und dann habe ich geschossen und er meinte, oh Gott, 6 Schuss, 5 tödliche Treffer. Er meinte, wir haben Formulare oben im Polizeipräsidium. Wenn Sie wollen, dann können Sie uns irgendwie sich einschreiben. Es hat Spaß gemacht, das war das Schlimme daran. Das hast du für dich festgestellt, ja? Mhm, keine innere Hemmschwelle, nee. Sondern wow. Wenn man da so die Leute vorbeilaufen sieht, die Pappkameraden so, das macht schon Spaß, leider, ja. Schau mal, wir haben rein zufällig für dich hier eine... Ist das ungefähr so eine Waffe? Kennst du denn auch jetzt was, ob das eine 38er ist oder was? Kennst du dich da jetzt aus? Ich kenne mich ein bisschen aus. Meine ist sehr viel kürzer. Also ich habe eine, die meiner Hand genau angepasst ist. Eine Spezialanfertigung. Aluminium natürlich, weil eine Waffe ja auch erotisch sein soll. Die sieht gut aus in meinen Händen. Zarte Hände. Ja, und deine Augen leuchten. Trägst du denn jetzt auch Privatwaffen? Nein. Das nicht. Mein Sohn war schwer beleidigt, weil der meinte, wie, ich darf keine Waffe haben und du darfst schießen. Wirklich? Wie alt ist der? 4. Wie hast du ihm dann erklärt? Dass es ja nur eine Spielzeugwaffe wäre, wo er meinte, er würde jetzt Polizist werden wollen, so wie ich, obwohl er weiß, dass ich das nur spiele, meinte er, er will das auch mal nur spielen und will dann aber Polizist werden und mal gucken, ob er mich dann beschützen kann. Muriel, ich möchte das mal sehen, diese Waffe in deiner Hand. Und ich weiß nicht, wir können das mal, schieß doch mal auf Helmut. Einfach so, was hat der Mann mir getan? Naja, nix, nein, ich meine, das ist ja nicht böse gemeint, es ist einfach nur mal, dass du... Schauen wir mal. Ja, dass man das mal richtig sieht, auch fachmännisch, wie das so geht. Sitzen ja? oder stehen, ich kann... Das kann ich nicht beurteilen, ich muss dir... Helmut, es tut mir leid. Okay. Dann zieht man erstmal, damit es leichter geht, den Hahn, ne? Mit beiden Händen, ja. Dann kann man das damenmäßig mit überschlagenen Knien. Ja. Sowas.
Helmut, es tut mir leid. Au! Scheiße! Mann! Oh nein! Das ist aber gewohnt. Ja. Ich müsste jetzt eigentlich einen Krankenwagen rufen. Also wenn ich jetzt drehen würde, dann würde ich sagen, machen Sie sich keine Sorgen, der Arzt kommt gleich. Macht dir nichts. Ja. Ah, er steht auf. Gut. Helmut, geht's? Ja. Geht wieder. Ist ja hinten wieder ausgetreten, die Kugel. Ist alles okay. Lass schon. Ja, aber toll. Aber das hat schon was, muss ich sagen. Du vertraust mir, dass ich dich nicht als Geisel nehme oder sonst was? Das wäre nicht das Schlimmste, wenn du mich als Geisel nehmen würdest. Sowas, das wäre, könnte ich mir irgendwie ganz amüsant vorstellen. Ja? Ja. Ich schieße dich immer so weg. Deine Hochzeit ist noch nicht so lange her, nein? Nein, ein Jahr. Was war das so eher, wie man es heute sagt, modern, ohne Eltern und überraschend mit zwei... Nö. Nee, richtig? So richtig fest und in weiß und mit Ehering und so. Darf ich mal sehen? Ja. Oh, ein richtig toller. Ja. Sind das zwei Ringe das zusammen? Das ist keine Zirkonie. Nein, das ist ein Brillant. Diamant. Unvergänglich. Okay. Bei dieser Gelegenheit muss ich leider jemanden grüßen. Ich weiß, das macht man eigentlich nicht. Alice, ich grüße dich. Ne? Ich weiß, du hasst mich dafür. Das ist die Produktionssekretärin unserer Firma. Ja. Sie wird nicht mehr mit mir sprechen, aber ich habe es mal versucht. Und was, das verstehe ich nicht. Was hat die für einen Zusammenhang mit dem Diamant? Gar nicht. Sie hat nur gesagt, wehe, du winkst mir. Ich habe mir immer gewünscht, jemand winkt mir. Und ich habe gesagt, ich mache das dann. Ja, das ist doch nett. Mhm. Und wo habt ihr dann geheiratet? Auf dem Land, in der Stadt? Wir haben auf dem Land geheiratet, in Bayern. Um das Thema zurückzuführen. Ja, das möchte ich wissen. Warst du in Weiß? Ja, ja. Ich habe richtig in Weiß geheiratet. Und dann richtig so im Freien mit einer richtigen... Vier schönes... Tage, wunderbar, schönes Wetter. Vier Tage? Ja, vier Tage lang. Auch mit richtig Alkohol und so? Jo. Und dein Sohn ist schon mit dabei, ne? Klar, er hat Blumen gestreut. Wirklich? Mhm. Der muss ja total begeistert gewesen sein, oder? Das fand er gut, ja. Ja. Drehen findet er langweilig, das sagt er immer, da stehen alle nur rum und langweilen sich. Das will ich nicht machen. Ja, ist ja auch nicht so ganz falsch. Stimmt beobachtet. Auch. Aus Kindersicht zumindest. Beobachtet. Ne? Ja. Muriel, das war sehr schön, dich bei uns gehabt zu haben. Gut. Ja? Du machst einen absolut fitten und sehr, sehr lebensfrohen Eindruck. Du musst dann nochmal deutsches Wasser trinken. Trink nochmal deutsches Wasser. Prost. Lass es dir schmecken. Prost, Harald. Ja. Einmal mit dir. Einmal hier. Einmal Muriel, Wasser. Wir beide sagen ja zu deutschem Wasser. Genau. Und ich sage euch, danke dir und ich sage nochmal morgen, meine Damen und Herren. Morgenabend, Traumbesetzung. Die komplette Bundesligamannschaft des VfB Stuttgart. Morgen Abend bei uns hier zu Gast, extra aus Amerika eingeschwebt, der One and Only James Last und Anja Rudi, die in diesem Monat auch so, meine Damen und Herren, Sie von Kiosken begrüßt. Das alles morgen Abend.